Hast du dich schon mal gefragt, wie das eigentlich funktioniert, so ein Hinterrad so richtig übers Limit zu bewegen und so richtig rauszudriften? Vielleicht nicht unbedingt mit der Motocross, denn da ist es relativ simpel oder simpler. Ich rede eher so von einem Superbike auf der Rennstrecke, denn das ist schon ein bisschen schwieriger, außer man weiß die notwendigen Kniffs, Tricks und vor allem auch die Hausaufgaben dazu. Bleib dran, vielleicht interessiert es dich. Das ist eine Frage, die mich immer und immer wieder erreicht. Hey Matthias, wie funktioniert das, dass ich hier aus der Kurve rausdriften kann? Wie kriege ich da ein Feedback? Ich habe null Vertrauen. Ich habe das Gefühl, wenn es rutscht, dann erschrecke ich gleich. Und boah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kontrollieren könnte. Und ja, das kann ich verstehen, denn ich war irgendwann auch mal in dem Bereich, wo ich nicht verstehen hätte können, wie das funktioniert. Mittlerweile ist es eigentlich gang und gäbe, dass bei mir am Kurvenausgang das Hinterrad einfach slidet, rutscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche dieses Feedback, um zu wissen, wo bin ich denn eigentlich, und vor allem nutze ich dann erst Maximum Grip des Reifens. Denn wenn nichts rutscht hinten, dann bin ich nicht am maximalen Grip-Level. Das heißt nicht, dass du dementsprechend 100% Drift sliden sollst, das ist schlecht für die Rundenzeit, aber so am Haftungsabriss sich bewegen und zu wissen, wo man ist, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt für dein eigenes Mindset, für dein Feedback, für das, was du hier am Hahn eigentlich machst. Grundsätzlich unterteile ich in Motorrad oder Reifen falsch bedient oder Motorrad und Reifen richtig bedient. Denn wenn man jetzt zum Beispiel eins der beiden Dinge oder beides zusammen falsch bedient, dann kann so ein Sliden, also ein gerne gemochtes, gewolltes Sliden, extrem nach hinten losgehen. Es ist extrem gefährlich, endet meistens mit einem Highsider oder mit einem Sturz. Wenn man die Parameter aber richtig bedient hat, dann wird es um 20-fach einfacher, das überhaupt zu machen. Also da müssen wir mal unterteilen. Und deswegen fangen wir an mit, wie bedient man das Motorrad oder den Reifen nicht. Ich gehe jetzt mal lediglich davon aus, wir sliden nur vom Kurvenausgang und nicht vom Kurveneingang. Das heißt, es interessiert uns lediglich das Reins, oder ist nicht das Reinsliden in die Kurve, denn das ist ein anderes Thema. Es interessiert uns das Rausleiden über das Gas zu steuern, den Drift, das Slide-Moment, der Haftungsabriss zu kontrollieren. Das kann man zwar auch beim Eingang machen, aber das ist erstens viel mehrere Steps voran und zweitens jetzt nicht dieselbe Philosophie, die dahinter steckt. So, alles, was wir brauchen, ist, wir müssen von unserem Scheitelpunkt, den ich jetzt hier mal auch noch schwarz aufzeichne, sagen wir mal, okay, das ist hier der Scheitelpunkt, also unser letzter innerer Punkt. Wir kommen hier rein, zack, 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 sind hier innen und beschleunigen dann hier raus. Zahn. Das ist jetzt unsere Linie am Kurvenausgang, ganz simple Linie, ohne jetzt mal auf die Linie einzugehen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich das Motorrad falsch bediene, wie ich gerade gesagt habe, oder den Reifen falsch bediene, dann versuche ich diesen Slide hier zu machen. Hier ist der Slide extrem schwierig. Warum? Ganz einfach, hier am Scheitelpunkt haben wir in der Regel unsere maximale Schräglage. Ich habe ja schon mal beim anderen Video so ein bisschen Eindruck gemacht oder so einen Eingang gemacht auf den Kampschen Kreis. Sprich, umso mehr Schräglage, desto weniger Fortbewegungskräfte haben wir und umgedreht. Das heißt, hier haben wir 100% Schräglage, also können wir nicht 15% Fortbewegungskräfte machen, sonst rutschen wir weg. Und vor allem ist es da so, dass der Haftungsabriss bam kommt. Das ist also mehr oder weniger ein Erschreckmoment. Und das soll auf keinen Fall passieren. Und wenn du wahrscheinlich einen Schreckmoment eines fast Highsiders hattest und hinten weggerutscht bist und dir nicht vorstellen kannst, wie du das kontrollieren sollst, dann wird es wahrscheinlich hier passiert sein. Hier ist die Schräglage, um vor allem für den Einstieg zu sliden, viel zu hoch. Andererseits ist es genauso, wenn man jetzt zum Beispiel erst hier Gas gibt, dann wird wahrscheinlich nichts mehr passieren, weil dann das Moped schon so aufrecht ist, dass ich fast keine Schräglage mehr habe und keine Seitenkräfte mehr habe. Somit habe ich 100% Grip zum Vorwärtsfahren, was wiederum
keinen Slide auslöst, überhaupt keinen. Und im Gegenteil sogar noch eher schlecht ist für die Wheelie-Neigung. Es fällt mir extrem auf, dass Fahrer, die tendenziell später am Kurvenausgang Gas geben, viel mehr Wheelie-Neigung haben als Fahrer, die schon früher Gas geben, weil da das Motorrad mit sehr viel Schlupf beschäftigt ist und einfach das Motorrad leicht in den tendenziellen Drift geht und dann einfach viel Leistung in Rauch aufgeht und nicht aufs Hinterrad geht. Was derjenige, der später Gas gibt, wenn das Moped schon aufrecht ist, viel, viel mehr als Leid hat. So nebenbei als Anekdote. So, das heißt schon, wir müssen uns irgendwo hier in dem Bereich drin bewegen. Und das ist, gehe ich mal auf Blau über. Das heißt schon, ich sage ja immer, am Scheitelpunkt müssen wir das Gas anlegen, das Stützgas anlegen und langsam anfangen zu ziehen. Und jetzt ist ein wichtiger, wichtiger Faktor. Das sehe ich auch oft immer wieder auf der Rennstrecke, was falsch bedient wird. Ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gas öffne, und wenn das nur so ein ganz minimales Öffnen ist, muss das Moped aufrechter werden. Das darf hier nicht mehr in maximaler Schräglage weitergehen und schneller werden. Sobald die Geschwindigkeit, und wenn es nur um 3, 4, 5, 6, 7 km/h schneller wird, muss das Moped aufrechter werden und der Kurvenradius muss sich erweitern. Das heißt, ab hier fängt das Motorrad an, aufrecht zu werden und dann kann ich leicht beschleunigen. Ab diesem Zeitpunkt ist es so, dass ich natürlich auch, und jetzt kommt eine kleine physikalische Anekdote dazu, Gewicht von der vorderen Feder hier am Scheitelpunkt transferiere auf die hintere. Sprich, mein Hinterreifen hat jetzt ein Load. Mein Hinterreifen kriegt jetzt ein leichtes Gewicht ab. Somit wird der Grip höher, bin ich auch schon mal genauer darauf eingegangen. Das heißt, ab jetzt ist ein Reifen in einem Bereich, wo er gut arbeitet. Und gut arbeiten heißt zumindest schon mal gut bedienen. Wenn ich hier am Scheitelpunkt abrupt ans Gas gehe und dann einen Rutscher habe, dann liegt das in der Regel zum einen an der hohen Schräglage und der Reifen ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil er hat noch kein Gewicht, weil das Gewicht verteilt sich noch 50-50 im Motorrad und hinten ist kein Gewicht nicht drin. So, deswegen ist die Gasannahme immer, die muss immer smooth sein. Es muss immer so langsam ansteigen, die Gasannahme. Ich mache jetzt hier mal die Gasannahme. Wenn das hier der Scheitelpunkt ist, dann fangen wir hier langsam an, Gas zu geben. Das ist so ein langsames. Was passiert, wenn ich das mache? Und zwar habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Kette kriegt einen Zug, die Kette zieht und durch diesen Schwingendrehpunkt wird das Heck rausgehoben und der Reifen presst sich schon langsam in den Asphalt, was uns dementsprechend einfach einen Grip ergibt und vor allem auch einen Schlupf. Weil ab dem Zeitpunkt, wo das Moped hier in Maximalschräglage langsam ins Gas geht und aufrechter wird, wird der Schlupf mehr. Und das ist gut, weil mehr Schlupf heißt mehr Grip. Das heißt, wir gehen wieder mehr in die Richtung, wo der Reifen richtig bedient wird. So, und jetzt komme ich in den Bereich, wo ich anfangen muss zu spielen. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr so viel verkehrt machen. Wenn ich diesen Momentum, dieses und dabei nicht gleich schräg bleibe, sondern aufrechter werde, weil die Linie passt und der Radius weniger wird, dann kann ich anfangen zu spielen, dann kann ich auch mal ein bisschen anfangen zu ziehen. Und wenn ich dann in einem Bereich bin, wo das Moped hinten leicht rutscht, aber nicht mehr abrupt, dann kann ich in diesem Moment, wenn ich eine kurze Nuance, nur ein kleines bisschen zumache, so ein Zehntel Millimeter, dann habe ich sofort wieder Grip und kann wieder zurück ans Gas. Und wenn das dann, wenn ich jetzt mal die Drosselklappe dazu zeichne, dann ist es, wenn wir mal sagen, okay, das hier ist 0 Drosselklappe, das hier ist 0 und das ist 100. Und ich zeichne die Drosselklappe jetzt mal dazu, dann lege ich hier an, und dann ist es immer so ein kleines, zack, zack, so ein kleines, ich hoffe, man kann sehen, so ein Gespiele. Und jetzt bin ich in einem Bereich, wenn ich dann an diesem Haftungsabriss bin, also zu 95% an dem Haftungsabriss, wo das Moped anfängt sich leicht zu bewegen, dann bin ich in meiner Confidence Zone. Sprich, da habe ich mein Selbstbewusstsein, weil jetzt fängt der Reifen an, mit mir zu kommunizieren. Jetzt, wenn ich hier eine Bewegung mache, eine Änderung mache, bekomme ich ein Feedback von hinten. Und dieses Feedback ist dann nicht mehr pup, abrupt vom Heck runterfallen oder aus dem Sattel heben, sondern dann fängt es langsam an, sich zu bewegen und man merkt dann auf einmal, vorausgesetzt, das Fahrwerk funktioniert, das Fahrwerk fängt an, sich zu bewegen und zu arbeiten. Und jetzt nutze ich den Reifen zu seinen 100% in dem Bereich drinnen. Und wo bewegen wir uns jetzt da? Ungefähr von, wenn wir jetzt die richtige Linie hier dazu zeichnen, dann bewegen wir uns hier von hier bis hier. Das ist der Bereich, wo ich im Motorrad sliden kann. Und da kann ich mich rantasten.
Und das geht natürlich nur, wenn auch das Motorrad zu dem passt und vor allem ich richtig mit dem Motorrad verbunden bin. Das geht wieder weit zurückführend in die Körperposition, in den Knieschluss. Wie bin ich mit dem Bike verbunden? Wie spüre ich das Bike? Wenn ich zum Beispiel einen schlechten Knieschluss habe, dann spüre ich diese leichte Bewegung, die ich hier mit der Drosselklappe kontrollieren kann, die spüre ich dann nicht, sondern zu spät. Und wenn die Message, das Feedback von dem Hinterreifen zu spät kommt, dann habe ich wieder einen Bedienungsfehler gemacht. Das heißt, ihr seht schon, es geht immer darauf hin, ob ich einen Bedienungsfehler mache oder ob ich keinen mache. Und wenn ich keinen Bedienungsfehler mache, dann ist der Grenzbereich relativ groß und dann kann ich viel, viel nutzen und auch dementsprechend übers Limit, am Limit entlang sliden. Und das ist am Hinterrad noch relativ einfach, weil wenn das dann aufs Vorderrad geht, dann wird es jetzt richtig schwierig. Aber da reden wir jetzt nicht. So, und das heißt, dieser Power Slide, den wir hier verursachen, der sollte in dem Bereich passieren. Und ein Highsider, der passiert hier nicht mehr. Der Highsider-Gefahr ist nur hier in dem Bereich. Hier wird's gefährlich. Hier, wenn ich zu früh, zu abrupt Gas gebe, zu wenig Gewicht am Hinterrad habe, das Hinterrad erst keinen Schlupf hat und dann auf einmal sehr viel Schlupf kriegt, dann rutscht's weg. Aber wenn man hier leichtes Gas anlegt und leicht smooth die Kette spannt, dann fängt der Hinterreifen langsam an zu spinnen. Vor allem kommt dann auch die Elektronik dazu, die sagt, wir kriegen einen Schlupf hinten. Seien wir mal gespannt, was der Kollege hier am Gashahn macht. Das ist dann viel sensibler, als wenn ich hier am Scheitelpunkt einfach nur das mache. Von 0 auf 100 innerhalb von einer Zehntelsekunde. Das funktioniert nicht. Und nur dann wird so ein Hinterradsliden gefährlich. Warum soll man das können? Ich sage nicht unbedingt, man soll, aber es ist nicht schlecht, weil man dann in der Lage ist, einfach das Motorrad zu bedienen und zu beherrschen. Auch in sämtlichen Fahrsituationen. Dann kann man auch mal mit einem älteren Reifen fahren und mal schauen, wo hat denn der sein Limit? Das heißt nicht, dass ich empfehle, mit einem alten Reifen zu fahren, aber natürlich kann ich einen alten Reifen besser noch ausnutzen als einer meiner Schüler, da sage ich lieber, pack dir einen neuen rauf, safe is safe. Das kommt natürlich schon drauf an, wo bist du in deinem Level. Ich würde jetzt auf keinen Fall einem Einsteiger empfehlen, mach das. Das wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Aber von euch sind ein paar dabei, die durchaus schon ambitioniert sehr gut fahren können und einfach so dieses gewisse Input fehlt. Ja, wo soll ich denn das machen und wie und was und wo? Und na klar, wenn hier noch nichts passiert und du ans Gas gehst und es bewegt sich nichts, dann war es schlicht und ergreifend einfach noch zu wenig Gas. Und das ist tatsächlich so. Und so ein Hinterreifen, der kann schon verdammt viel. So ein Slick, der kann echt viel. Ich bin da teilweise selbst immer überrascht. Ist ein bisschen abhängig von Strecke und Temperatur. Aber so ein Slick kann verdammt viel. In solchen Bereichen hier im Kurvenausgang, wenn hier der Scheitel ist, dann habe ich hier, kann ich hier in einem zweiten Gang 100% Drosselklappe geben, tatsächlich mit einem richtig guten Fahrwerk, mit einem richtig guten Slick. Ich habe da vom Data Recording, kann das mal eben einblenden, da wo ich bei 45, 47 Grad, glaube ich, 100% Drosselklappenöffnung habe im zweiten oder dritten Gang. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da hinten möglich ist. Und mit dem neuen Reifen rutscht noch gar nichts. Das rutscht erst, wenn der Reifen 5, 6, 7 Runden alt wird. Und dann fängt es langsam an zu sliden. Natürlich auch muss das Fahrwerk hundertprozentig dafür gut sein, weil wenn das Fahrwerk zum Beispiel zu hart ist, dann kann diese Transferierung, wo ich vorher gesagt habe, zwischen der vorderen und der hinteren, ich habe leider gar keine hinteren, nicht stattfinden oder nicht schnell genug stattfinden. Das heißt, wenn das hintere Federbein meinetwegen zu hart ist, dann kommt das Gewicht von vorne nicht nach hinten und somit kriegt der Reifen keinen Load und du bedienst ihn wieder verkehrt, obwohl es ein technischer Fehler ist, aber trotzdem, die Bedienung ist falsch. Somit muss das Fahrwerk weich genug sein, das heißt immer so weich wie möglich, so hart wie nötig, um diese Transferierung stattfinden zu lassen. Weil am Kurveneingang will ich Gewicht vorne drauf haben und am Appenscheitel zum Kurvenausgang will ich das Gewicht hinten haben. Das ist das Entscheidende, damit die Reifen richtig bedient werden. Und da kann auch die vordere Gabel zum Beispiel ein Problem sein. Tendenziell wird zum Beispiel auch zu viel Zugstufe vorne gefahren, dass die Gabel schön unten bleiben, das Motorrad radienführig ist. Hat aber oft ein Problem in der Gewichttransferierung von vorne nach hinten, wenn die Gabel zu lange drin bleibt und nicht schnell genug rausgeht, weil wenn das Gewicht vorne bleibt, kommt es nicht nach hinten. Das kommt auch dazu, manchmal bedenken, oftmals ist nicht nur das Federbein zu hart in der Federung oder in der Dämpfung, sondern tendenziell vielleicht auch manchmal die Gabel in der Zugstufe zu hart und es kommt zu wenig schnell raus. Quicktip nebenbei. Also wenn ihr das probieren wollt, es kommt auch ein bisschen auf den Reifendruck an, schaut euch den genau an, darf es auf keinen Fall zu hoch oder zu niedrig sein, sondern seid
nach den Herstellerangaben in dem richtigen Bereich. Ich mache das einfach gerne mit dem Bridgestone, weil der Bridgestone, wenn er was sehr, sehr gut kann, ist es einfach dieses Rausleiden in einen Bereich, wo ich mich wohlfühle, wo ich ständig dieses Feedback zwischen Hand und Reifen habe. Immer diese Kommunikation da ist und ich weiß genau, was der Hinterreifen tut und ich fühle mich extrem selbstbewusst über das, was er tut und was ich hier mache. Vorderreifen ist ein spezielleres Thema, ist viel schwieriger. Kommt beim nächsten Video, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn das hilfreich war, wenn es irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas dergleichen habt dazu, vielleicht auch übers Vorderrad irgendwelche Fragen habt, kann man nächstes Video drüber machen. Probiert es aus, jetzt im Moment vielleicht schwierig, aber zum Beispiel Motocross-mäßig oder so, wer Motocross fährt von euch, der kann das viel einfacher probieren. Warum ist es einfacher im Motocross? Na ganz klar, der Haftungsabriss ist viel in einem größeren Bereich, logischerweise. Also der Grenzbereich ist einfach viel größer. Deswegen ist das Motocross technisch einfacher. Das ist eine gute Möglichkeit, das zum Vorab zu trainieren, um das auf ein Superbike umzusetzen oder auch ein Pitbike. Da geht es auch einfacher, obwohl da die Leistung nicht viel genug ist im Verhältnis zum Grip-Level, außer in der Halle vielleicht, um da wirklich einen schönen Power-Slide hinzukriegen. Also, schreibt es in die Kommentare, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.